Die Zahlen für 2013 waren ausgesprochen positiv. Der Buchmarkt insgesamt ist leicht gewachsen. Die gute Nachricht ist, dass vor allem der Sortimentsbuchhandel stärker gewachsen ist als der gesamte Buchhandel. Wir haben eine Stabilisierung in 2013 erreichen können, nachdem wir die letzten 3-4 Jahre doch immer mit Umsatzrückgängen zu kämpfen hatten im Sortimentsbuchhandel. Insofern sind wir eigentlich sehr zufrieden und können auch stolz und zuversichtlich sein, dass der Buchhandel weiter gut existiert. Circa 82.000, das bewegt sich seit einigen Jahren auf diesem Niveau und zeigt eben die hohe Innovationskraft unserer Branche. Ja, offensichtlich gibt es eine Rückbesinnung auf den stationären, inhabergeführten, familienbetriebenen Buchhandel. Die Leute wenden sich zu Teilen ab von dem reinen Online-Buchhandel. Offensichtlich ist Beratung wieder mehr gefragt. Es hängt natürlich aber auch damit zusammen, dass Amazon ziemlich ins Gerede gekommen ist mit prekären Arbeitsverhältnissen und vielen anderen Schwierigkeiten, die Amazon zeigt. Insofern ist es eigentlich eine ganz positive Entwicklung. Der Sortimentsbuchhandel zeigt sehr viel Innovationskraft. Die Sortimentsbuchhändler haben zunehmend gut funktionierende eigene Homepages und Websites und Online-Shops, wo die Kunden wunderbar bestellen können, Bücher von einem Tag auf den anderen zur Abholung in der Buchhandlung oder zum Zuschicken nach Hause und das alles zum festen gebundenen Ladenpreis. Das E-Book-Geschäft entwickelt sich sehr stark, allerdings auf einem noch relativ niedrigen Niveau. Wir gehen momentan davon aus, dass es etwa einen Marktanteil von etwa 4% hat. Ich bin ganz sicher, dass das sich in den nächsten Jahren noch deutlich das E-Book-Geschäft zulegen wird. Einmal, weil die Kunden dieses neue Medium natürlich auch neu kennenlernen, aber auch, weil der Buchhandel insgesamt mit dem Medium auch wesentlich besser umgehen kann. Ich glaube, 80% der Buchhändler bieten mittlerweile Lesegeräte an und bieten die Möglichkeit des Downloads über die eigene Homepage an. Es wird sicherlich auch nicht mehr allzu lange dauern, dass Sie E-Books stationär im Sortiment kaufen können. Die ersten Gehversuche wird von dem einen oder anderen Warsortiment gerade angeboten. Also das E-Book kommt immer mehr an und ich glaube, wir Buchhändler sind auch gut beraten, dass wir das E-Book aktiv in unsere Marketingaktionen mit einbeziehen, weil wir feststellen, dass es immer mehr Leser gibt, die sowohl E-Books lesen, digital lesen, wie auch gebundene Bücher lesen. Ich selber zum Beispiel war gerade im Urlaub und habe einen E-Reader dabei gehabt und war dann ganz toll, dass ich aus Kreta von unserer Homepage aus ein Buch runterladen konnte und dann in Kreta ein Buch lesen konnte, das mich direkt vor Ort interessiert hat.